Heute reden wir über den Idolog, was Despair jetzt machen kann und um die kleinen Belohnungen, die jetzt reingekommen sind. Aber mehr gibt's nach dem Intro. Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und unsere Gebete wurden so ein bisschen erhöht, wie man hier unten vielleicht gut erkennen kann. Zeitlich begrenztes Gem-Angebot. Ich habe mir das schon dreimal gekauft. Ihr kennt mich. Wenn ihr oben auf die Gems geht, ihr könnt auch unten auf das Angebot gehen. Dann seht ihr hier hinten, hier das, was noch 24 Tage ist. Da könnt ihr dann Gems kaufen. Für lau, sage ich mal. Ihr bekommt insgesamt 6000 Gems für ungefähr 68 €, also wesentlich mehr als es hier gibt. Ich glaube, das Päckchen kostet 22,49 € für 2000 Gems. Ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, bin ich auch ganz ehrlich, aber ich nehme da wirklich jedes Angebot mit, wie man wirklich sehen kann. Also wenn ihr da Bock drauf habt, gönnt euch das, aber man muss natürlich kein Geld für das Spiel ausgeben. Dann hier oben bei Mitteilungen ist auch noch was Wichtiges dabei gewesen. Wir kriegen nämlich verbesserte Dailies, die setzen sie noch ein bisschen runter, damit man die einfacher machen kann, damit es schneller abgehakt ist. Wir haben hier das neue Despair-Päckchen, worüber wir gleich noch ein bisschen mehr reden. Und die neue Season hat natürlich auch angefangen. Und ganz wichtig ist hier halt hier die Kampagne für 50 Millionen Downloads, was schon mal ordentlich ist. Weil wenn ihr euch einloggt und ihr geht dann auf Missionen, für die, die es nicht wissen, habt ihr hier unten die Kampagne für 50 Millionen und da bekommt ihr dann ein Hüllenpäckchen dazu und halt nochmal 1000 Gems nur fürs Einloggen. Also falls ihr das noch nicht getan habt, dann gönnt euch das auf jeden Fall und wir gehen erstmal rein jetzt mit Despair. Hier haben wir jetzt das Despair Deck, also ich mache jetzt kein Deck Profile, weil es eigentlich genau dasselbe ist. Oder ziemlich das gleiche ist, was ich letztens schon gemacht habe, wo das Deck rauskam. Nur hat sich hier vielleicht zwei, drei Sachen geändert. Wir spielen jetzt Ido und wir spielen hier diese zwei Fallen. Die muss man jetzt nicht wirklich spielen, aber ist eine gute Fallenkarte auf jeden Fall. Aber was Probleme bereitet, ist hier die markierte Austreibung oder eher hier Ido, die höchste magische Kraft. Warum ist das ein Problem? Ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen angeguckt gehabt und ich verstehe das Problem und ich finde auch, es sollte absolut nicht so etwas im Master Duel geben und ich denke auch, dass Konami vielleicht Ido verbieten wird. Warum soll er verboten werden? Einfach hier wegen diesem Effekt, du kannst keine Monster beschwören. Ist ja eigentlich nur für uns, aber wie bekommen wir das Monster auf das Gegnerspielfeld? Natürlich mit dieser Karte hier, markierte Austreibung. Dazu ist er noch Finsternis, das heißt, man kann ihn auch als Material vom Deck auf den Friedhof legen. Und wenn wir hier uns mal die markierte Austreibung durchlesen, haben wir hier den Effekt, wir können ein Fusionsmonster als Tribut anbieten und dann zwei Nicht-Fusionsmonster, die verbannt sind oder in unserem Friedhof sind oder in einem beliebigen Friedhof. Dann können wir eins beim Gegner beschwören und eins bei uns beschwören. Ja? Und das ist nämlich das Problem. Wir beschwören dann nämlich Ido beim Gegner und beschwören halt das andere Monster bei uns. Und das heißt, dass der Gegner dann mit Ido einfach nichts mehr beschwören kann. Ja? Also der Gegner wird komplett aus Summons rausgelockt. Ihr könnt ja nicht wegtributieren, weil ihr überhaupt nicht mehr beschwören dürft. Ihr könnt ihn nicht irgendwie weglinken, ihr könnt mit dem gar nichts machen. Und wenn der Gegner dann irgendwie seine Monster in Death legt und wartet halt, bis er OTK'en kann, ist das halt schon sehr, sehr unfair oder ist halt generell ein Turnskip und man wird dann halt einfach, wie eben schon gesagt, ge-OTK'd. Finde ich halt wirklich sehr, sehr broken. Ich denke, da kommt dann irgendwann noch vielleicht, es wäre ein bisschen spät, sage ich ganz ehrlich, wenn die das am Ende der Season machen mit Ido, dass sie den verbannen, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn der Reddit und sowas sehr viel weinen über diesen Log, was ich auch verstehen kann, absolut, dass sie das dann vor dem Cup einfach verbieten oder dem im Cup verbieten, weil es halt schon unfair, sowas mag Konami generell auch nicht, wenn man den Gegner komplett rauslocken kann, deswegen kümmern die sich da eigentlich drum, aber man muss halt auch nochmal dazu sagen, ne, es ist noch Protoss im Game, es ist noch Rongo im Game und jetzt ist halt dieser Ido im Game, was halt ein bisschen schwierig wird in dem Cup. Dazu verstehe ich auch nicht, wieso die denen jetzt, sage ich mal, diesen Despair-Support einfach so reingeknallt haben. Ich muss sagen, generell finde ich, Despair ist ein faires Deck.
Es ist sehr stark, aber fair, weil es baut jetzt keine ultra fetten Negate-Boards auf. Man hat halt immer irgendwie Interruptions mit zwei ziehen, eine zerstören, man kann eine banishen und sowas. Es ist jetzt nicht full Negate alles, aber mit so einem Idolog ist das halt wirklich ein sehr großes Problem. Und da stimme ich auch der Community zu. Die sagen ja auch, ja, sowas sollte es nicht geben. Und wie gesagt, da bin ich völlig bei eurer Seite. Mal gucken, wann Konami was dagegen macht. Aber im Großen und Ganzen hat sich da jetzt nicht viel an der Meta getan. Es ist jetzt halt noch ein ekelhafter Lock dazugekommen. Mal schauen, ob das gehotfixt wird oder eher nicht. Das war es aber auch schon im Großen und Ganzen mit dem heutigen Video. Wurde ja ein bisschen danach gefragt, ob ich ein bisschen über dieses neue Despair reden kann. Aber da hat sie ja, wie gesagt, nicht viel getan, außer jetzt die Fallenkarte, die sehr gut ist. Und halt auch das Monster, was man sehr easy beschwören kann. Auch gut zum OTK'en. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Da sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.